Ah, yeah, right. Do you guys live in the UK? No, we just for vacation. How many days will you be staying? 21 days. 21 days. What will you be doing? Anything good? Anything bad? No. Scotland. Scotland, yeah, just transit. Thank you very much. Cool. Thank you. Und das ist unser Zug. Yes. Foto. Insgesamt war die Fahrt in den Zug absolut easy. Natürlich auch bedingt der Tatsache, dass so wenig Autos dort reinfuhren. Die Fahrt in dem Zug war endlos und so ein bisschen wie so durch einen Warp-Tunnel. Im Tunnel selbst konnte man aussteigen oder halt auch im Auto sitzen bleiben. Auf der anderen Seite konnte man auch den anderen Zug sehen. Ja. Ja. Ja, hallo? Prima. Affiché sur les écrans d'information ou donné par l'équipage. En cas d'incident détecté dans votre compartiment, vous entendrez ce signal. D'une annonce d'évacuation. Des auditions du signal sonore, vous devrez gagner directement les compartiments voisins. Ceci est une mesure de précaution pendant la traversée. Merci de votre attention. Yeah! Wir sind in England. Es wird wieder heller.
Und dann verlassen wir den Zug und befahren das erste Mal britischen Boden. Am Anfang ist das mit dem Linksverkehr überhaupt kein Problem, weil du natürlich nur in eine Richtung fahren kannst. Aber dann. Ein komplizierter Kreisverkehr, wo mehrere Kreisverkehre ineinander verschachtelt sind. Das ist natürlich gerade mit Anhänger eine Herausforderung.